Hallo, Bastelzeit. Heute wollen wir mal ein bisschen wieder in Richtung Papier gehen. Ja, leider gibt es immer noch Dinge, die auf totem Baum hier reinkommen. Das heißt also Briefe oder Ähnliches. Manche Firmen haben irgendwie das mit dem PDF und Signieren noch nicht verstanden, insbesondere natürlich hier in der Gegend. Wer dem Kanal hier schon länger folgt, der weiß, dass ich da so ein kleines Archivsystem habe, wo ich meine Dokumente digital ablege, sodass ich sie einfacher wiederfinden kann. Das heißt dann, notgedrungen, die Dinger müssen alle einmal durch den Scanner und irgendwie sinnvoll verwaltet werden. Aktuell heißt das, wenn bei mir ein Brief reinkommt, sagen wir mal, das hier wäre ein Brief, dann kommt erstmal das Datum oben drauf. Das schreibe ich aktuell mit dem Stift. Wenn das dann fertig ist, wandert das Ding einmal durch den Scanner, wird gescannt, wird angefangen abzulegen und dann habe ich hier so eine Automatic Numbering Machine. Ich glaube, offiziell heißen die Dinger in Deutschland Paginierstempel oder so. Das ist im Prinzip einfach ein Stempel, den kann man hier drauf machen. Hier ist jetzt keine Tinte drin, aber wenn wir jetzt hier gucken, dann hätten wir jetzt die Zahl 0000001 auf dem Blatt stehen. Und wenn ich jetzt nochmal stempel, dann wäre die 2 da. Das heißt, der hier zählt jetzt immer eine Zahl hoch. Das kann man auch einstellen, wie viel und bla und blub, aber prinzipiell können wir uns merken, eine Zahl wird hochgezählt, so mache ich meine Zahl. An der Stelle gibt es dann zwei Sachen, die nicht so cool sind. Das erste ist, ich muss das Datum immer per Hand schreiben, ein bisschen nervig. Und das zweite ist, naja, der zählt halt immer hoch. In meinem Archivsystem habe ich aber auch Sachen, die ich digital einspiele, das zum Beispiel irgendwie als PDF oder so reinkommt, die lege ich auch ab, die kriegen auch eine Zahl. Das heißt, ich muss dann immer irgendwie per Hand erstmal hier das Ding synken. Das Synken tut mir jetzt nicht so weh, einfach weil ich meistens Dinge am Stück scanne, dass ich irgendwie sammle über eine, keine Ahnung, 2-3 Tage und dann am Stück scanne, dann mache ich es einmal und dann kann ich alles gescannt hintereinander stempeln. Datum ist schon ein bisschen uncooler. Und für das Datum war ich eigentlich auf der Suche, ob ich mir dafür einen Stempel hole. Da gibt es dann welche, da kann man am Rad das Datum einstellen und dann stempeln. Ist okay. Allerdings wollte ich auch eigentlich mal irgendwie einen Rahmen oder so drumherum haben, wo dann erkennbar ist, wofür steht denn überhaupt das Datum und die Zahl, dass das auch mal ein bisschen sinnvolles Design bekommt. Kann man sich fertigen lassen, ist aber manuell. Also habe ich geguckt, gibt es vielleicht Datumsstempel, so ähnlich wie hier sowas, wo ein kleiner Prozessor oder sowas drin steckt, der dann einmal am Tag die Datum weiterdrückt. Nichts gefunden. Ich habe was anderes gefunden und das hat so ein bisschen unter den Fingern gekribbelt. Nämlich, ja, wer muss denn stempeln, wenn er drucken kann? Darum soll es dann heute gehen. Einen etwas außergewöhnlichen Drucker. Ja, ihr kennt wahrscheinlich Drucker. Da kommt üblicherweise dann ein Blatt Papier rein. Das wird dann eingezogen, wird bedruckt und kommt wieder raus. So, für Briefe nicht immer unbedingt das Schönste, weil manche sind nicht DIN A4 und dann erstmal da was und hier was. Und ja, für sowas, da gibt es auch was. Und das haben wir schon hier. Das ist der hier. Das ist der sogenannte M-Brush. Ein Portable Mobile Color Printer. Ja, das hier ist ein Drucker ohne Papier oder Druckeinzug oder ähnliches. Kam heute an, hat ein bisschen Dreck abbekommen irgendwo über dem Versand, aber hey, ist ja gut eingepackt. Ihr seht ja hier Retail-Verpackung und so weiter. Wenn ich jetzt mein Messerchen finden würde, kriegen wir das auch wahrscheinlich auf. Gerade was das ist. Es ist im Prinzip einer von diesen alten HP-Druckpatronen, die kennt ihr wahrscheinlich. Die haben im Prinzip einen kompletten Drucker schon drin, diese Patronen. Der komplette Druckkopf heißt das, wo die Einheit drin ist, die wirklich druckt. Die ist in der Patrone drin und ja, im Prinzip, was der Drucker macht, ist lediglich das Papier an die passende Stelle, beziehungsweise den Druckkopf, und dann den Befehl geben, druck mal. Und dieses Konzept macht der hier sich zunutze, der holt nämlich die Patrone, aber führt nicht den Druckkopf und das Papier hin und her, sondern naja, er misst lediglich, was ihr da manuell macht. Und wenn ihr manuell das Ding an der richtigen Stelle haltet, dann kommt der Druckbefehl. Das heißt, wir können im Prinzip diesen Drucker holen und überall drucken, wo wir irgendwie drüber wischen können. So, machen wir hier mal auf. Oder gucken wir gerade mal, hinten steht nicht viel. Full Color Printing, Print on Any Material. Mal schon mal einen Stern dabei, wird nicht funktionieren, kann ich euch jetzt schon sagen. Easy Setup, 6 Hours Working Time, 1 Year Standby und bis zu 415 A4 Seiten. Wobei ich euch auch sagen muss, hiermit druckt keiner A4. So, Connection, Wi-Fi oder USB Network. Das heißt also, wir können per USB oder WLAN drucken.
Das Ganze läuft mit Android, iOS, Windows, Mac und Linux. Bonus im Übrigen, was ich auch schon gesehen habe, es gibt eine API, das heißt, man kann es auch irgendwie sinnvoll in Systeme einbinden. Motion Detection ist ein Optical Sensor drin. Optischer Bewegungssensor kennt ihr vielleicht von Mäusen. Das nutzen die also, um zu erkennen, wo man gerade ist. Und ja, 6 Stunden mit USB-C. Gut, auf damit. Gucken wir mal ins Innere, was wir so bekommen. Und tada, eine Anleitung. Wer braucht denn sowas? Das hier, das habe ich gesucht. Wir haben einen guten Geruch da drin. ja, eine Patrone. Tricolor sind die HP64, die hier genutzt werden. Dann haben wir das Ding hier. Das ist, glaube ich, für auf Haut zu drucken. USB-C-Kabel zum Laden und der Drucker selber. Mit keiner Patrone drin. Okay. 8. Das heißt, ist sogar noch relativ frisch hergestellt. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, ihr seht schon das grobe Konzept. Wir haben hier unten eine Hülle, die können wir abmachen. Die wird magnetisch gehalten. Das heißt, das ist einfach eine Schutzkappe. Und was wir dann hier unten haben, ist der optische Sensor. Hier guckt die Patrone normalerweise raus. Und ein paar Rollen, dass wir Papier langrollen können. Was man hiermit im Prinzip macht, ist den so in die Hand nehmen, passend einschalten und vorbereiten dann per WLAN. Und dann kann man hier so über ein Papier drüber wischen und dann sollte der drucken. Das ist zumindest die Theorie. Ja, ansonsten nicht viel drauf. Wir haben nur einen einzigen Button hier, haben auf der Rückseite unseren USB-C zum Laden. Hier unten einen An-Ausschalter und ein Open-Lock. Wenn wir auf Open gehen, können wir hier aufklappen. Ihr seht, hier ist so ein Flex-Kabel drin. Dann hier dieses Bed of Nails und das verbindet dann wirklich zur Patrone rüber. So, Patrone ist auch ein gutes Stichwort. Wo habe ich es jetzt eben hingeschmissen? Ich hatte eigentlich gedacht, da wären 2 dabei, aber gut, passt schon. So viel Tinte wird da nicht benutzt. Okay, ich meine nämlich zu entsinnen, dass die Original was anderes drauf hatten, aber gut. HP64, auch wie gesagt, relativ bekannt. Die sind also auch von Drittanbietern relativ einfach zu bekommen. Und dadurch, dass man immer nur kleine Flächen druckt, dürfte die quasi ewig halten. Und ja, das Einzige, was wir machen müssen, ist die dann hier reinbuxieren. Das wird dann hier so. Die sollte dann theoretisch auch irgendwie einrasten, wollte ich gerade sagen. Wo ist der Trick? Muss ich tatsächlich noch die Anleitung lesen? Man muss ein bisschen nach oben drücken. Okay, jetzt ist eingerastet. Deckel drauf, dann kommen hier zu diesen Punkten entsprechend die gefederten Dinger. Und jetzt hier close machen, ist das Ding zu. Und wir können im Prinzip loslegen. Mal gucken, ob ein bisschen Saft drin ist. Machen wir mal gerade hier was drunter. Gedrückt halten, passiert was. Sehe nichts. Ich habe die dumpfe Befürchtung, der Akku ist leer. Dann muss der wohl erstmal laden. Und was ich gerade sehe, hier unten in der Schutzdings ist auch noch was drin. Wir haben einmal hier ein bisschen Gummi, das deckt einfach hier den Kopf ab. Das ist in meinen Augen nicht ganz so ideal. Ich hätte es lieber gesehen, wenn hier wirklich Vollgummi gewesen wäre, dass der das abdeckt und vom Austrocknen ein bisschen besser hindert. Und hier hinten sehen wir schon, da ist auch noch irgendwas drin. Das können wir angeln, irgendwie. Das dürfte, wenn ich richtig sehe, einfach nur ein bisschen Gummi sein. Genau, das ist einfach nur so eine Gummilippe. Da kann man hier vorbeiwischen, um entsprechend dann ein bisschen sauber zu machen. Und ich sehe hier auch schon, ich sehe gelb, rot und blau. Das heißt also, da kommt auch schon Tinte raus. Muss man dann immer ein bisschen gucken, dass das Ding möglichst sauber bleibt. Aber das sollte eigentlich passen. Gut, ich klemme den mal an USB-C und dann können wir gleich gucken, ob das Ding auch irgendwie sinnvoll funktioniert. Wobei, ich kann es direkt eigentlich mal an den PC dran klemmen. Soll ja auch per USB drucken können, das geht ja bestimmt. Also nehmen wir uns mal hier einen Port. Der dürfte relativ problemfrei sein. USB-C anklemmen. Hier hinten geht eine sehr dunkle orange LED an, um zu zeigen, dass er lädt. Ja, okay. Lädt im Übrigen etwa mit 250 mA. Und ja, wie gesagt, normalerweise connectet man per WLAN oder so da drauf und der hat einen internen Webserver. Das heißt, man geht einfach auf die Webseite von dem Ding und kann dann da bedienen, wie man möchte. So, ich bin jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo ich die Anleitung suche, die ich eben weggeschmissen habe.
Aber offensichtlich ist sie irgendwo abhanden gekommen hier auf dem großen Berg. Das heißt, ja, wir probieren es einfach so. Halten wir nochmal gedrückt. Tut sich was? Nicht wirklich. Tja, dann lassen wir einfach ein bisschen. Ach, ich bin doch dumm. Vielleicht sollten wir den erstmal einschalten, bevor wir Dinge drücken. Ne? An. Hey, Überraschung. Jetzt leuchtet er auch hier oben, piept vor sich hin. Und ich glaube, jetzt können wir einfach den Knopf drücken und hier drucken. Also, machen wir das mal. Gehen wir mal hier unten hin, drücken den Knopf und ziehen den rüber. Hey, ein Pac-Man. Können wir das jetzt nochmal? Nein, jetzt passiert nichts. Dadurch, dass er nicht mehr den Trigger hat. Das heißt, wir müssen wirklich hingehen, Knopf drücken. Wow, das ist ein anderes Bild. Aber ihr seht schon, das ist wirklich Full Color, was hier läuft. Das heißt also, da kann man im Prinzip dasselbe mitdrucken, was man auch mit so einem normalen Tintenstrahldrucker druckt. Und ich muss sagen, gefällt mir schon mal. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal das Dings. Dann versuchen wir mal was anderes. Ja, der macht wieder das und dann kommt als nächstes wieder der Pac-Man und da können wir gerade mal gucken, wofür hier das Ding ist. Das hier ist nämlich, um Abstand zu halten, wenn man Flächen hat, die nicht hart sind. Papier ist ja quasi flach, da kann man so drüber rollen. Ist aber nicht der Fall, wenn man zum Beispiel auf Haut drucken möchte. Und ja, ich gehe dann mal hin und versuche mich mal. So müsste das sein. So, versuchen wir das mal. In die Richtung. Dann muss mein Arm jetzt dran glauben. Dann haben wir irgendeine Stelle, wo nicht ganz so viele Haare sind. Versuchen wir es mal hier unten. Und glaubt, das funktioniert. So. Drucken und. Boah. Okay. nicht ganz. Ich bin hier. Hinten sieht man es ja drüber gerutscht und er hat es wieder alles verwischt. Also ist definitiv nichts wie auf Haut zu drucken. Das ist das, was ich eben meinte mit nicht für jedes Material geeignet. Aber Papier und so geht relativ stressfrei. Gut, ich guck mal gerade, was der hier USB-technisch sagt. Okay, am PC sehe ich jetzt erstmal nichts, was irgendwie direkt benutzbar aussieht. Also gucken wir mal in die Anleitung rein. Viel ist es nicht, wie es aussieht. Oh, achso, ja, verstehe. Okay, das hier. Das ist erstmal für mehrzeiligen Druck. Ihr habt ja gesehen, man kann immer nur eine gewisse Höhe drucken, und zwar diese Höhe hier. Wenn man jetzt was Größeres drucken will, dann muss man ja im Prinzip mehrfach hingehen. Man muss erst die erste Zeile, dann die zweite Zeile, dann die dritte. Und ihr könnt euch vorstellen, die muss man ja irgendwie an der richtigen Stelle machen. Und da kommt dann das Ding hier ins Spiel. Man druckt die erste Zeile, dann holt man hier das, legt das entsprechend so an, dass man die Zeile, die man gerade gedruckt hat, hier drunter hat, glaube ich. Drunter? Ja, muss ja eigentlich drunter sein. Und dann kann man hier mit drüber gehen. Und hier ist so eine eingestanzte kleine Linie drin. Und da gehen dann hier die Räder entsprechend dazwischen. Ja, die Räder gehen da dagegen und dann kann man da angeblich nicht verrutschen. Irgendwie so. Hier ist auch angezeichnet, wie die dann aussehen. Von der Höhe her. Na gut, gucken wir mal weiter Anleitung, was der sagt. Ja, hier haben wir schon viel von eigentlich gesehen. Den ganzen Kram haben wir schon. Und was haben wir hier noch? Open App. Connect through USB. Für Mac OS X und Linux keine Treiber benötigt. Für Windows WinDriver. Refer to the E-File Manual for the Download Link. Ach so, der macht eine Netzwerkkarte auf. Verstehe. Ja, muss ich mal gucken. Ansonsten, einlegen, hatten wir schon. Gut, wenn man den Knopf gedrückt hält, geht das Ding in einen Reinigungsmodus. Das heißt, so kann man dann wahrscheinlich einfach rot, grün, blau oder Cyan, Magenta und Yellow voll ausdrucken, einfach um die Düsennummer sauber zu machen. Programming Mode. Press and hold the button, then turn on the power switch to enter Programming Mode. Wobei ich glaube, der Programming Mode ist für USB, für Firmware Updates. Zurücksetzen von Passwort. Battery is low. Boah. Okay, also ich glaube, wir kommen ohne WLAN nicht wirklich weiter, weil hier steht nur, ich soll ans E-Manual gucken wegen Download-Links und hier sind keine E-Manuals, was auch immer das sein soll.
Also USB, WLAN meine ich, it is. Schauen wir mal, ist der an? Ja, achso, der ist noch im Programming Mode, resetten wir den mal. Nochmal aus und wieder an. Dann gucken wir mal, ob wir WLAN haben. Der hat jetzt gerade flusig hingepiept. Habe ich hier WLAN in der Kiste? Okay, bei dem nicht, aber ich habe hier noch eine Windows-Kiste, die hat WLAN, dann holen wir die. Also gehen wir mal in die Netzwerkansicht hier und dann sollte, wenn Windows irgendwann mal fertig ist, ein MBrush ist dabei. Dann verbinden wir uns da mal. Passwort 1234567 würde ich schätzen. PIN ist nicht korrekt. Default Password 1234567. Was willst du? 1234567 verbinden. PIN ist nicht korrekt. Verbindung stattdessen unter Verwendung eines. Dann versuchen wir das mal. Netzwerkschlüssel 1234567. Das klingt besser. Es ist die Frage, tut sich da noch was oder ist Windows einfach nur so schlecht? Ich habe da so eine Präferenz. Hey, verbunden, kein Internet. Das sieht doch richtig aus. Dann holen wir uns mal einen Browser. So, und die Adresse lautet FD44::1 für IPv6. Legacy IP 192.168.44.1, glaube ich, steht irgendwo in der Anleitung. Und ja, hier, so sieht das Ganze aus. Wir sehen hier unser aktuelles Projekt mit unserem Pac-Man hier oben und diesen Farbdings, was wir gesehen haben. Und ja, haben hier einmal ein Menü für ein paar weitere Einstellungen und Home. Und hier oben können wir Open und New machen. Wir haben auch einen Akku-Indikator. Gehen wir erstmal in die Settings, weil das ist natürlich für Leute wie mich immer das Interessanteste. Machen wir mal ein bisschen größer, dann ist das wahrscheinlich dann auch besser zu lesen. Die Auflösung ist 1200x600 dpi, wie wir hier sehen können. Wir können auch auf 1200x1200 oder auf 300 dpi runtergehen. Okay. Direction ist in welche Richtung wir wischen. Ja, die habe ich eben freiwillig schon benutzt. Die Density, die können wir hoch und runter stellen. Je weiter man runterstellt, desto schwächer wird das Bild, aber auch desto länger hält halt die Patrone. Unit, Millimeter, Jupp, CMY, okay, CYM. Ich habe noch nie eine CYM-Cartridge gesehen, aber gut. 4,4 mm und hier unten können wir nochmal per Hand ein bisschen Farbkalibrierung machen, wenn es irgendwie raus ist. Aber sind wir ehrlich, das ist jetzt nicht das Problem. Drive Strength, Color Alignment, Leading Space, Buzzer, yep, please. Wir können die WLAN-Daten ändern hier nochmal. Das heißt also, wenn man lieber das Ganze mit einem anderen Passwort und so haben will, geht das auch. Und hier unten sehen wir, dass das Ding sogar HTTPS unterstützt. Also, ja, kann man tun. So, gucken wir gerade mal. Wir haben aktuell die Firmenversion 4.16 mit der App 4.33. Gibt es da etwas Neues? Oh, wird sogar auf GitHub gehostet. Aktuell ist die 4.33.4.16. Klingt so, als ob wir die aktuelle Version haben. Ist natürlich jetzt auch interessant, wenn es hier auf GitHub liegt. PrintCube war, glaube ich, das Kickstarter-Projekt davon, wenn ich richtig im Kopf habe. Und MBrush dann der billige Nachbau. Wie auch immer, kompletter Source-Code also hier verfügbar. Also gefällt mir immer mehr das Teil, muss ich sagen. Gut, genügend Settings. Gehen wir mal wieder zurück und versuchen uns mal an einem vernünftigen Bitbastlei-Logo. Also können wir das hier irgendwie löschen. Ups. Draufklicken. Wo hat er jetzt das Menü aufgemacht? Da. Print, Edit, Duplicate, Export, Export, Secret und Delete. Okay. Cancel. Machen wir mal ein neues. Add Image, Add Text, Fonts, Duplicate, Move Up, Move Down. Also wir haben hier einen kompletten Grafikeditor quasi drin. Was zum... Achso. Jetzt interpretiert er meine Maus irgendwie als Editor-Kommando. Ich versuche das mal hier irgendwie zu machen. Holen wir mal ein Image rein. So, Image ist hinzugefügt und da haben wir unser wunderschönes Logo. Bedienung ist definitiv hier etwas hakelig. So, machen wir das mal hier so mittig auf diese Kasten. Ich glaube, den kann man auch bestimmt irgendwo hier die Länge einstellen. Machen wir mal Print Preview. Wie sähe das aus? Oh. Ja, das ist eventuell,
Wenn wir das so ziehen, wenn das automatisch kleiner macht, wäre das gut. Okay, okay, okay. Das Problem ist, das Feld ist größer als meine Bildschirmauflösung es gerade zulässt. Deswegen versuche ich immer zu scrollen mit dem Mausrad und das interpretiert er mir dann als Zoom hier. So, das hier müsste aber eigentlich jetzt so passen. Können wir Save. Save. Save succeeded. Okay. Home. Haben wir es jetzt? Yay, wir haben es. Print. Convert. Upload succeeded. Und nun kann ich jetzt hier drücken und drucken. Drücken und drucken. Versuchen wir es mal. Okay, er hat was versucht zu drucken. So viel kann ich sagen. Also ich sehe das Gelb. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Rest einfach so klein ist, dass er das wegoptimiert hat. Das mag sein. Ich versuche mich mal noch eins zu machen. Mal gucken. Okay, da haben wir eine Nine-Cat und dann machen wir noch einen Text dazu. Okay. Serif, ja, Enter Text hier. Nein. Shadow brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Save. Nein. Ich bin mal gespannt, ob er das Schwarz rausbekommt, weil das sah gerade für mich so aus, ob er das Schwarz nicht richtig gemischt hat. Print Preview. Zack, 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 zack. Das wollen wir hier. Größer, sodass wir die ganze Katze drauf haben. So, Save. Save successful. Print. Start. Convert. Upload succeeded. Okay. Versuchen wir mal, ob er das macht. Und. Hey. Ja, okay. Wie ihr seht, ich habe eventuell etwas zu früh abgebrochen. Er hat es jetzt hier schön auf mein Holz gedruckt. Was dann aber auch zeigt, ja, man kann auch auf andere Sachen außer Papier drucken. Wir können ja hier mal eine Nyan-Cat drauf drucken. Ich werde es später bestimmt bereuen, aber for science drücken. Nein. Ja, man sieht natürlich, die Farben sind jetzt nicht so dolle. Holz ist jetzt nicht unbedingt das absorbierendste Material, insbesondere nicht, wenn es hier, ich schätze, dass hier ist irgendwie gewachsen oder was auch immer bearbeitet. Aber wir können auf Dinge Sachen drucken. Und ich bin mir sicher, mein Logo kriege ich auch hin, wenn es dann nicht ganz so fragil aussieht. Was haben wir noch hier, was wir bedrucken können? Haben wir hier irgendwas? Hier haben wir noch irgendwie eine Kiste. Versuchen wir mal, was er da draus macht. Eine Plastikkiste. Drucken und... Okay, auch hier, man sieht vielleicht, das ist relativ feucht, würde jetzt direkt verwischen. Mal gucken, ob es einzieht mit der Zeit. Ich habe die Befürchtung, dass nicht, einfach weil das Material nicht saugfähig ist. Aber im Prinzip alles, was saugfähig ist, kann man damit auch bedrucken. Also insbesondere natürlich alles, was irgendwie was mit Papier oder Ähnlichem zu tun hat. Es sollte sinnvollerweise weiß sein, weil weiß drucken geht halt nicht oder zumindest eine helle Farbe. Aber hey, drucken selber funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und ich habe jetzt auch mal ein bisschen mit dem Interface rumgespielt. Wenn man die Bilder passender anliefert, dann klappt das auch mit meinem Logo ganz gut. Und ja, damit kann man zum Beispiel hier den anfangs angesprochenen Eingangsstempel da auch abbilden. Oder hier habe ich ein bisschen rumprobiert mit so einem wurde gescannt Info, wo dann ja Scandatum und die ID im System drin steht. Also die Sachen gehen auf jeden Fall. Ein Problem sehe ich dabei immer wieder, und zwar, so wirklich funktionsfähig ist das Ding immer nur kurzzeitig. Wenn ich den hier einschalte, dann können wir hier, okay, jetzt ist er an, dann können wir jetzt drucken und ziehen, aber da passiert nichts. Das können wir ein paar Mal machen, mit etwas Glück kommt irgendwann mal Bild. In den meisten Fällen aber eher weniger. So, nun ist ja hier dieses Plastikding dabei. Ich habe das mal hier so ein bisschen rausgedrückt. Damit kann man da so ein bisschen drüber gehen und versuchen, da was zu machen. Und dann hat man manchmal Glück. Wie wir sehen, aber nur manchmal. Man kann natürlich auch einfach irgendwie was anderes holen, Lappen oder sowas.
Oder machen wir mal der Einfachheit halber einfach was Papier hier unten, reiben da gut drüber, dann sehen wir, hier kommen Farben definitiv raus. Und wie sieht es jetzt aus? Na, es wird besser. An der Stelle haben wir aber noch ein Problem. Und zwar, wir sehen jetzt ja schon, selbst hier mit der Reinigung ist der untere Bereich immer noch nicht so 100%. Das heißt also, so ganz funktioniert hat das nicht. Und weswegen ich hier gerade so lange gequatscht habe, ihr habt jetzt gesehen, das waren irgendwie so ein paar Sekunden. Und wenn wir es jetzt nochmal machen, ist schon wieder alles eingetrocknet. Ja, irgendwie, zumindest mal hier in dem Klima, was ich hier habe, ist das alles nicht so berauschend. Es gibt aber einen Trick. Und zwar kann man mit Wasserdampf davor gehen. Das heißt also entweder über irgendwas, was kocht, machen oder einfach gegenhauchen, wenn euch das nicht zu ekelhaft ist. Wenn wir das mal machen, dann sehen wir, jetzt ist das Bild plötzlich wieder da. Eine zweite Sache, die man machen kann, ist, man kann das Ding hinstellen und den Knopf gedrückt halten für so ein paar Sekunden. Dann macht das Ding eine Reinigung und druckt einmal hier so ein paar Streifen. Da kann man auch schön sehen, dass der rote noch nicht so ganz da ist. Und wenn man das so ein paar Mal macht, hat man meistens ganz gute Chancen. Und da haben wir schon wieder fast komplett. Und wenn wir jetzt drucken, ja, das wäre jetzt zum Beispiel für mich ganz gut ausreichend. Ja, schön ist das natürlich nicht, weil es ist natürlich eine Menge Tintenverschwendung, aber ja, gut, muss man wohl mit leben, denn realistisch gesehen, ein Drucker macht halt nichts anderes. Ein Drucker, der geht halt alle Nase lang hin und macht erstmal eine Selbstreinigung. Was im Prinzip auch nur heißt, dass er hier so Tinte rausspritzt, nur dass er nicht auf dem Papier landet, sondern im Resttintentank oder was auch immer da bei euch verbaut ist. Und Tinte braucht alles. Das ist halt der Nachteil von diesen Tintenpissern. Ja, und nu? Prinzipiell haben wir ja gesehen, Drucken funktioniert. Wir sehen auch hier steht immer noch das Nein. Also das, was wir gedruckt haben, ist noch da. Und das ist jetzt so etwa einen Monat alt. Also es hält auf jeden Fall. Und sogar die Plastikkiste hier, wo ich gesagt habe, okay, das hält nicht. Offensichtlich doch, denn es ist noch da und man kann es auch zumindest mal trocken nicht wegwischen. Und ich denke, das ist auch so etwas, wo man es durchaus ganz gut in der Praxis einsetzen kann, wenn man irgendwie Beschriftungen hier drauf machen würde. Was ist denn hier drin? Sie wäre offensichtlich also noch da. Für das, was ich vorhab mit dem Papier, ist es natürlich nur so eine Notlösung, sage ich mal, weil es halt... Okay, man kann was aufs Papier drucken, klar, aber es gibt halt keine Ausrichtung und so, das muss man alles mit der Hand machen. Professionell macht man das normalerweise mit sogenannten Imprintern oder Zusatzdruckern für Scanner, aber da reden wir dann eher so von vierstellig, fünfstellig und naja, der hier, der hat, ich glaube, 80 Euro oder so kosten die üblicherweise. Von daher, kleiner Preisunterschied und das bin ich dann auch durchaus bereit, dann per Hand zu machen. Ja, wie wir gesehen haben, die Firmware scheint soweit Open Source zu sein, also es sieht alles ganz gut aus und auch das irgendwie Automatisieren klappt ganz gut. Dadurch, dass er WLAN hat, lässt sich das auch relativ einfach ansprechen. Ich habe es jetzt einfach mit einem separaten WLAN gemacht. Ich weiß nicht, ob man den ja auch in ein richtiges bestehendes Netz einbinden kann, aber so Automatisiersachen, das ist dann etwas, was ich mir auf jeden Fall auch angucken muss, wenn ich da wirklich die Sachen automatisiere. Ob sich das Ganze lohnt, muss jeder für sich selber entscheiden. 80 Euro ist jetzt nicht so günstig. Ich meine, es gibt da auch durchaus günstigere Lösungen, wie zum Beispiel solche Etikettendrucker, die so Streifen machen, oder auch Thermotransferdrucker oder so Thermodirektdrucker, die dann irgendwie so Rezeptbon-mäßig wie bei einer Kasse ausspucken. Die sind deutlich günstiger, aber halt können auch nicht einfach so auf bestehende Objekte was drauf machen. Und ja, falls sowas für euch interessant ist, kann hier das durchaus eine interessante Sache sein. Ich meine, er hat Probleme, keine Frage, ihr habt gesehen, ständiges Reinigen, Eintrocknen und so, halt die üblichen Tintenstrahlprobleme. Aber wenn man das weglässt, kann man hiermit durchaus eine Menge tun und damit Dinge drucken. Und das ist, glaube ich, dann die Definition von tut, was er soll.